Hallihallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Und auch an alle, die das erste Mal zuschauen, herzlich willkommen. Ich bin die Käthe. Und wir haben uns heute hier versammelt, um mein Aufgebraucht zu besprechen. Der März ist schon wieder fast passé, Leute. Der April steht schon in den Startlöchern. Der Frühlingsanfang, ne, der war jetzt auch schon. Wir sind jetzt total in der Frühlingssaison, Düftel, Frühjahr angekommen sozusagen. Und ja, es ist bei mir noch recht gemischt. Es ist so ein bisschen Winter noch mit drin und ist schon ein bisschen Frühling. Da war ich ja sowieso schon in dieser Mood total drin, ne? Und ja, wir legen mal los, ne? Ist ein bisschen was. Wie ihr gemerkt habt, ich habe diesmal keine zwei aufgebraucht. Gedreht. Es ist nur eins geworden, ne? Weil ich tatsächlich, man höre und staune, ein bisschen weniger gedüftelt habe diesen Monat. Irgendwie war es so, ne, Leute. Ich bin ja sonst jemand, der ordentlich und fleißig verbraucht und deswegen hatte ich es ja mal aufgeteilt, aber dieses Mal hat es sich gar nicht gelohnt und deswegen dachte ich, mache ich einfach ein aufgebraucht und ja, das besprechen wir jetzt. Also, los geht's. Ich fange mit einem sehr schönen Duft an. Das ist der Tarte au Citron von der Wachsmacherei von der lieben Dani. Der war schön. Den hatte ich als Goodie drin, weil er mir durch die Lappen gegangen war. Beim Restock tatsächlich oder bei der Auffüllung. Da, ja, ne, habe ich ihn verpasst. Und ja, war also umso glücklicher, dass er dann doch noch den Weg zu mir gefunden hat und die liebe Dani ihn mir als Goodie reingelegt hat. Der war schön. Eine wirklich schöne Version von einem schönen Zitronenkuchen. Mit einem schönen Zitronenabrieb auch, eine schönen bisschen Harb von der Schale. Das war wirklich nice. Mochte ich gern. Tolle Intensität, hat mir gefallen. Gerne wieder. Dann It's Beginning to Look a Lot Like Cocktails von R.G. Wax. Ach, der hat länger gebraucht, bis er bei mir in die Lampe gefunden hat. Und er hat mich auch, es war genau das, was ich gedacht habe. Also, der ist ordentlich fruchtig. Ne? Es ist halt ein Cocktailduft. Ne? Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, man riecht so eine alkoholische Note. Ich habe das Gefühl, ich rieche sehr viel Kirsche, sowas. Ja, dann schon so ein bisschen Amaretto-artiges für mich im Gefühl fast. Ne, so ein bisschen dieses Mandelige. Aber eben, ne, diese Alkoholnote und es ist ein Cocktailduft. Ne? Aber es, das ist nicht immer meins. Ich mag Getränkedüfte, aber der war mir doch... Also hier steht auch Mango, Black Cherry, da steht auch Black Cherry, ne? Und Champagne. Mir war es ein bisschen zu viel Kirsche. Ich stehe auf Mango-Düfte, ich stehe auf ja, Champagner, comme ci, comme ça. Ist ja bei mir auch immer so eine Sache, ne? Aber diese Black Cherry, ich merke immer wieder, ich mag total gerne Kirschen essen, aber so als Raumduft, da bin ich nicht mehr so am Start. Ne? Und deswegen, toller Duft, tolle Intensität. Er hat mich auch mehr entertained, als ich dachte, aber ich brauchte ihn dann nicht ein zweites Mal anmachen, wisst ihr Bescheid. Ne? Also das war nicht so meins. Im Nachhinein. Aber ich habe ihn trotzdem, ich habe ihn düfteln lassen. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von RG Wax. Aber ne, der Duft war einfach nicht so mein Dufthimmel. Ne? Der war allerdings schön von Yankee Candle, der Seaside Woods. Der ja, war genau das, was er verspricht. Ne? Er war holzig, er hatte diesen Treibholz-Moment, er hatte diesen aquatischen Touch, er hatte wirklich diesen am See sitzen und, ne, oder eben, ne, nicht zu exotisch, das ist jetzt kein Sommersonne-Strandduft, definitiv nicht, er hat eben eher diesen Seaside Woods für mich, ne, also es ist für mich eher so, ja, ein sehr holzig, bisschen aquatischer Duft, ne, das Holz überwiegt, Seaside Woods, ne, ja. Dann habe ich hier was für euch, das zeige ich trotzdem mal in die Kamera. Es hat was mit Duft zu tun, ist aber jetzt kein, ne? Aber die habe ich auch als Kerze übrigens. Japanese Cherry Blossom, das war eine Badekugel von Bath & Body Works. Ich liebe ja Bath & Body Works. Schuldig.
Ist ja nun mal eine meiner absoluten Lieblingskerzenmarken, wenn nicht sogar die Lieblingskerzenmarke, die ich habe. Und ich muss sagen, ich habe die Handseife schon gehabt. Ich benutze gerade das Body, das Shampoo, nee, nicht Shampoo, sondern Duschgel und die Bodylotion. Ich habe die ganze Serie. Ne? Ich habe auch das Bodyspray davon. Ne? Bodyspray ist immer so eine Sache, benutze ich nicht so viel, aber ne? Trotzdem total toll. Und jetzt auch diese Badekugel. Die Badekugel, das ist so mein Problem mit Badekugeln. Die sind meiner Haut manchmal eine Spur zu reichhaltig. Dann habe ich so einen komischen Film da drauf und meine Haut mag das nicht so. Ich habe nicht so eine unfassbar trockene Haut, deswegen, die war schön. Aber ja. Also ich habe sie sowieso, ich habe sie geschenkt bekommen. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Aber ich merke immer, so Badekugeln sind nicht immer so hundertprozentig mein Ding. Ich liebe Badezusätze, aber Badekugeln sind oft, wie gesagt, sehr, sehr filmig, sehr reichhaltig. Für meine Haut ein bisschen zu viel. Ja, aber der Duft war natürlich schön. Was ich an der Kerze, muss ich sagen, nicht so toll finde, die anderen Produkte finde ich großartig. Großartig, wirklich ausnahmslos. Aber die Kerze hat leider keine gute Intensität für mich und meine Nase. Habt es aber auch schon von anderen gehört, ne? Für die, die sie auch haben, vielleicht geht es euch ja genauso, ne? Ja, dann habe ich hier noch einen von Yankee Candle. Das ist der November Rain, ne? Kleine Rari, Leute. Der ist schön, aber der hat jetzt auch schon nicht mehr so viel für mich getan. Der Start war schon ein bisschen älter anscheinend, ne? Ja, der ist schön, ne? Ein aquatisch, leicht melancholischer Duft, eben so ein schöner Novemberregen, ne? So ein bisschen, also es ist halt wirklich kein Sommerregenduft, es ist ein November Rain. Er hat sowas, ne, Tieferes, Entspanntes aber auch und trotzdem auch diese florale, aquatische Note. Das war schön, den mag ich total gerne. Wie gesagt, er hatte nicht mehr so die Power. Aber es ist halt auch ein älteres Tart gewesen. Und die Tarts, die kippen ja auch schon mal relativ schnell, ne? Wissen wir alle. So, okay. Dann habe ich von Iceflower den Make-A-Wish with Sparkling Moondust. Den hatte ich zweimal gedüftelt, habe das also in der Mitte durchgeteilt. Das ist ein unfassbar cremiger, also so ein Bodycare, ne? Nie, ne? Wer? Duft. Ne? White Musk, Vanilla, Creamy Accords und White Powder. Es ist halt genau, was draufsteht. Ne? So ein Bodycare, Einkuschelduft. Ne? War eine schöne Intensität, auch hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Ja, der war schön. Mochte ich gerne. Was kann ich mir eh immer gefallen lassen. Ne? Also so gesehen, das war nice. Nochmal was zum Einkuscheln. Das war der Träumsüß von Iceflower. Das ist so ein Duft. Boah, das ist eben, ne, so ein richtiger guten Abendduft. Träumsüß. Ne? Boah, ich muss mal gerade meine Gräten sortieren. So, jetzt habe ich es. Oh, die alte Frau hier, ne? So. Lavendel, Kamille ist auf jeden Fall drin. Eine Pudermomente, Veilchen, noch andere, ich glaube, war es noch Fresi oder Rose sogar? Ich weiß nicht, noch andere florale Komponenten. Der ist einfach wirklich ganz, ganz schön. Ich bin ja nicht immer Frau Babypuder, aber der hat so eine Pudernote, die ich unfassbar kuschelig und unfassbar schön finde und die nicht zu penetrant ist. Ne? Deswegen, I like. Der ist schön, der ist wunderschön. Habe ich mir sogar, falls ihr mein Video von der Iceflower Custom gesehen habt, habe ich mir sogar als Custom dann noch gießen lassen. Ne? Genau. Dann habe ich hier den Sunken Treasure. Ach ja, von RG Wax. So, der Sunken Treasure. Der war schön. Den mochte ich sehr gerne. Das ist halt wirklich ein sehr holzig, parfümiger Duft. So ein bisschen, ich dachte erst, es wäre Driftwood. Ist es aber tatsächlich gar nicht. War, glaube ich, Palo Santo, ne? Und so Marshmallow Campfire. Er hat so eine gewisse Süße und eben diesen abgebranntes Holzmoment, ne? Marshmallow Fireside, Palo Santo, Mahogany Coconut. Genau, alles Bath and Body Works Types. Ne? Also alles, ja. Deswegen, kein Wunder, dass ich den mag.
alles Dupes von Bath & Body Works, Leute. Ach, ich habe es schon tausendmal gesagt, ich liebe IG Wax. Also die haben tolle Intensität, tolle Düfte, einzigartige Sachen. Die machen tolle Duftkompositionen, ne, trauen sich was. Ich finde es super. Ne? Ist halt amerikanisches, ne? Ja, schon tausendmal gesagt. So, nochmal was amerikanisches. Das ist der Lavender Apple von The Bath & Garden. Ja, der ist schön. Das ist so ein Lavendel-Apfelduft. Ne? Da ist die Süße vom Apfel, ein schöner Herbstapfel, aber der nicht zu gewürzig ist. Und der Lavendel erschlägt das Ganze auch nicht. Also die ergänzen sich sehr gut. Nicht der eine drückt den anderen runter. Das ist wirklich, das ist gut austariert. Oh, deswegen richtig schön, richtig schön. So ein schöner Herbstmoment einfach, ne? Toll. Ja, für so Regner und deswegen, so für so Regentage, ich hatte den an so einem Regentag drin, da konnte man das jetzt noch gut machen. Das hatte noch so ein bisschen Herbststimmung für mich. Und es waren noch zwei Stücke drin, die wollte ich jetzt auch nicht bis zum Herbst aufheben. Ne? Deswegen war das ein guter Moment. So, Ice Flower, die Sternstunde habe ich hier. Den liebe ich, der ist toll. Aber leider alle. Und das ist auch etwas, ich weiß nicht, ob es den noch mal irgendwie irgendwann gibt, keine Ahnung. Ne? Erstmal glaube ich nicht in Planung. Ich weiß es nicht. Obwohl man weiß ja auch nicht immer, was so im Hintergrund so passiert. Ne? Das weiß man ja nicht immer bei der lieben Silvi. Also Sternstunde, das ist so ein schöner, pudriger, floraler, ja, pudrig, floraler, parfümiger Duft. Ne, auch so ein Einkuschel, so ein Silvi, das ist wirklich so ein Silvi, ne? Einfach so ein Einkuschel, femininer, ja, Duft, so. Sanft, angenehm, umschmeichelnd, das war's für mich. So, Leute, weiter geht's. Ice Flower, Sweet Amber Musk, Sandelholz und Hauch Vanilla Ambrette. Leute, der war toll. Ich habe den behalten. Ich bin ja nicht immer Miss Vanilla Ambrette. Aber Vanilla Ambrette. Ne? Ich habe das schon mit der Julia so gewitzelt. Ne? Es klingt so Vanilla Ambrette. Okay, Leute, ich hab's wieder. Okay, so. Geht weiter. Aber die Mischung, die war toll. Weil es halt wirklich nur so ein Hauch war. Es kann so schnell zu viel werden, dieses Vanilla Ambrette. Ne? Ach Leute, ich könnte mich über diese, es ist so schlecht, ne? Beine hoch, der Witz kommt tief, ne? Aber ich könnte mich darüber amüsieren. So, okay. Hat sie schon Pipi in den Augen stehen, weil sie es lustig findet. So, Sweet Amber Musk, Sandelholz und Hauch Vanilla Ambrette, ne? So. Okay. Fand ich eine ganz, ganz tolle Duftmischung. Es ist halt auch alles nicht zu viel wieder mal. Es ist gut abgemischt, es ist einfach sehr, sehr warm und weich und einhüllend. Der hat auch richtig lange durchgehalten. Ne? Der war toll, der war schön. Habe ich sogar überlegt, ob ich mir den vielleicht sogar gießen lasse. Ne? Also Leute, wenn ihr Vanilla Ambrette mögt, probiert mal die Kombi für die Custom, falls ihr euch eintragen lassen habt. Weil das sind alles Duftnoten, die Silvi in der Custom-Liste hat. Ne? Also vielleicht mal so als kleinen Anreiz, ne? So. So. Jetzt ist es völlig vorbei, ne? Nachmittag kommt blöd. Obwohl, ich bin gar nicht so müde, Leute. Was ist los? Seashore Splash von Sensationals. Einer meiner absoluten Lieblinge von Sensationals. Ein so wunderbar aquatischer Duft. Herb, maskulin, aber nicht zu sehr. Er hat sowas von so einem, wie ich finde, so von so einem Hugo Boss Duft, ne? Der hat irgendwie sowas, so einen Haare-Moment, ne? So, oh, und dieser Moschus, diese Parfümigkeit. Ich liebe den. Da werden die Augen ganz groß. Ich liebe diesen Duft. Der ist toll. Also ich könnte ich immer, immer, immer wieder. Jetzt ist er schon wieder leer. Ich habe den schon zum zweiten Mal leer gemacht, ne? Aber kommt man ja auch nicht so leicht dran, ne? Ist auch wieder so ein Amerika-Ding, ne? Muss mal gucken, wo ich den noch finde. Vielleicht hat ja die liebe Manuela von Geschenketrends 24 noch irgendwie was im Shop. Aber ich glaube, die sind halt ab und zu in dieser Rubrik, ne? In dieser
Facebook-Gruppen-Rubrik. Also, ne, Leute, Facebook-Gruppe, Duftmomente. Falls ihr noch nicht drin seid, geht mal rein. Da sind immer mal ganz coole Rabattaktionen oder auch mal ganz coole andere Aktionen. Ne? Eben auch diese extra für die Facebook-Mitglieder, diese extra Rubrik im Shop. Geschenketrends 24, Leute. Schaut mal vorbei. Oh. Und da sind halt auch mal immer wieder so Düfte, die man nicht immer und überall kriegt. Ne? So. Deswegen lohnt sich. Schaut vorbei. So. Dann habe ich hier The Candle Daddy. Gibt es übrigens auch bei Manuela im Shop bei Geschenketrends 24. Der Moist. Genau. Das war ein schöner, aquatischer. Habe ich heute drin gehabt. Der hat auch gut performt. Waren zwei Stückchen, habe ich reingemacht. Also deswegen, das sollte auch. Ne, aber der kann. Der ist schön. Also wirklich, da riecht man wirklich diese Feuchtigkeit. Ne? Man hat wirklich so diesen aquatischen Moment, aber auch floral. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Es ist ein Duft, wo ich mir dachte, das hast du schon mal irgendwo gerochen, ne? Aber schön, schön. Also wirklich in schön und auch gut, ja, wie gesagt, auch gut von der Performance etc. So. Oh, Leute, jetzt kommt ein Duft. Ja, der war gruselig, genau. War er wirklich. Hier, der Dark and Devious. Von Sensi. Also das ist ja ein spezielles Schätzchen, ne? Ich traue mich gar nicht. Moment, Leute. Ja, ach. Ich, ja. Er hat, ja, ich habe ihn dann doch mal gedüftelt, ne? Er lag jetzt wirklich lange bei mir. Und ich war so neugierig auf den und irgendwie hatte der was für mich, aber ganz ehrlich, also warm war der für mich wirklich eine Herausforderung. Nee, das war nicht meins. Ne, mit diesem Lakritz-Moment dann irgendwie, ich weiß nicht, was da sonst noch drin ist, aber er ist süß und babbisch und nee, das war nicht meins. Mit dieser Lakritz, also ich habe schon Lakritz-Düfte gehabt, die fand ich ganz gut, aber dann dürfen sie nicht in diese Richtung gehen. Das hat mich so ein bisschen da gegruselt. So. Liebe zum Handmade, Zitronenquarz. Ah, nicht Zitronenquarz. Zitronenquark. Da war es wieder. Ich dachte letztens schon, das weiß ich. Ich habe das falsch gelesen. Zitronenquark. Habe ich auch von der Julia bekommen. Leute, ich kann mich an den Duft nicht mehr erinnern. Mist. Ich glaube, der war schön. Aber er war anscheinend nicht so atemberaubend, dass ich mich dran erinnern kann, ne? Das heißt ja dann auch schon was. Oh weh. Aber ich mag Liebe zum Handmade sehr gerne. Die Jutta hat tolle Düfte in ihrem Shop, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie Shishi und Shasha, so von der Optik her, ne? Aber die Düfte, die performen mal gut und es sind auch schöne Düfte dabei. Und auch nicht immer das, was. Also es sind natürlich auch so die Klassiker dabei, so, ne? Aber es sind da auch immer mal welche dabei, wo man sich sagt, ach guck mal, habe ich ja noch nie gelesen, ne? Finde ich ja interessant, ne? Also deswegen, das kann man sich auch gerne mal anschauen bei der Jutta, ne? Habe ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht, ne? Ja. Also ich bin mir auch sicher, der hat auch kalt intensiv gerochen. Ich erinnere mich nur nicht mehr im Warmen. Was habe ich getan? Ich weiß es nicht. Vielleicht war ich zu wenig in der Küche, weil da hat er gedüftelt. Weiß ich nicht. Schande auf mein Haupt. So Fragrances, süße Erdbeerchen. Leute, den habe ich letztes Jahr geliebt und ich hatte noch zwei kleine Stückchen, von so einem Snapper. Also wirklich nicht von diesen langen Snappers, sondern wirklich diese kleinen, die so in noch Quadrate unterteilt sind. Ne? Und davon hatte ich wirklich nur so zwei kleine Quadrate, also so ein ganz kleines, so ein Riegelchen. Ne? Und der hat gedonnert. Der war toll. Und den würde ich auch immer wieder nehmen. Also der süße Erdbeerchen, der kann schon was und der war fein. Habe ich mich drüber gefreut, nochmal eine Portion zu haben. So. Orangenmarzipan von Wachsmacherei. An den erinnere ich mich. Der war nämlich jetzt ganz aktuell bei mir in der Lampe. Und die Julia hat zu mir gesagt, so, guck mal, Käthe. Und der ist wirklich. Also die Orange überwiegt und das Marzipan. Meistens ist es ja so, wenn Marzipan im Duft ist, das erschlägt alles andere und nichts hat eine Chance. Jetzt ist natürlich Orange ein würdiger Gegner. Und die beiden haben sich also die Klinke in die Hand gegeben, kann man sagen. Die haben sich gegenseitig sehr gut ergänzt, muss ich sagen. Ja, das war fein. Ne? Die Orangennote, ich bin auch nicht immer Frau Orange. Je nachdem, wie es eingesetzt ist, finde ich es gut. Aber darf mir meistens nicht zu viel sein. In dem Fall war es super, dass es so war, wie es war. Also der war toll.
Toll, toll. Auch super performt, ne? Ach, der war schön. Glamwax, Velvet Rose und Oud. Ich bin ja nicht immer Frau Oud, ne? Aber in dem Fall auch diese Velvet Rose, ne? Ich bin ja auch nicht Frau Dunkle Rose und so weiter, aber das war einfach fein miteinander. Das hatte halt wirklich diesen. Upala, sorry, ich habe euch mal zum Wackeln gebracht. Jetzt, ich habe euch zittern lassen, so. Der ist schön. Der war so schön. Den habe ich genossen. Und die Intensität war gut. Ich hätte gedacht, dass für den Duft es noch hätte mehr knallen können und sollen. Ja, aber der war super schön. Und sowieso, Glamwax hat schöne Düfte. Es gibt noch ein paar Favoriten, die ich von Glamwax habe. Auch noch irgendeinen anderen Rosenduft. Auch der Peony-Duft ist sehr schön. Und der Bedtime hieß er. Ist der Bedtime? Ist er das? Badezeit heißt der bei Burgin. Der riecht ziemlich ähnlich. Und ich glaube, Bedtime heißt da hier bei Glamwax. Übrigens, Glamwax gibt es nur noch Restbestände. Ist nicht mehr auf dem Markt sozusagen. Also wer das verkauft, der verkauft Restbestände. Unter anderem die liebe Manuela hat auch noch was im Shop, jetzt wo wir gerade mal drüber sprechen. Geschenketrans24 haben wir gerade schon gesagt. Oder habe ich gerade gesagt, Leute. Also deswegen, ne, schaut da gerne mal vorbei. Und Glamworks, ich kann es empfehlen. Ja, gerade für die Mädel, also so, das ist wirklich so Glamwax, ne? Das sind sehr feminine Düfte, das sind sehr, auch viele florale Sachen, natürlich auch ein bisschen Foodie mit dabei und so, ne? Aber schon überwiegend so, ne? Eben Glamwax, parfümig, feminin, floral, das sind so, das ist so ein bisschen, so auch das Steckenpferd, ne? So, Süßstoff von Ice Flower, oh, das war so ein großartiger Pink Sugar Duft einfach, ne? So ein schöner Pink Sugar Duft. Oh, den habe ich genossen. Ich bin ein Pink Sugar Opfer, Leute. Ich liebe Pink Sugar. Ne, für viele vielleicht nicht sonderlich außergewöhnlich. Und natürlich habe ich auch schon tausendmal Pink Sugar gerochen, aber ich werde nicht müde. Ich werde nicht müde, Pink Sugar unter der Nase zu haben. Ich lieb's. So. Was ich auch liebe und was auch sehr schön und süß und lecker war, ist der Milk and Sugar. Wo war doch gerade hier, ne? Sugar, Sugar. Oh, honey, honey, Sugar, Sugar. Genau. You are my candy girl. So, also Milk and Sugar, ne? Wisst ihr Bescheid? Den habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Milk House Candle ist sowieso auch eine meiner liebsten Marken. Intensität, muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei Milk and Sugar, ist bei Milk House Candle solide, aber nicht atemberaubend. Aber die Düfte sind einfach ein Knaller. Es gibt natürlich auch ein paar Düfte, die wirklich gut performen. Der Milk and Sugar ist auch einer davon, der wirklich gut performt, dafür, dass es ein Milch- und Zuckerduft ist, die ja gerne mal auf der Strecke bleiben, muss man ja mal so sagen, wie es ist, ne? Ich liebe auch sehr den Lemongrass Tea von Milk House Candle. Oh, ich habe auch noch so schöne Kerzen von Milk House hier. Gibt es übrigens auch bei Manuela. Ich habe jetzt ungefähr, aber ich hab viel Manuela gedüftelt, ne, Leute? Sehe ich jetzt gerade, ne? Also, wisst ihr Bescheid. Milk and Sugar und also ne, Milk House Candle bei Geschenketrends24 im Shop. Ganz, ganz tolle Düfte. Ne, für viele verschiedene Duftnasen. Die Foodie-Leute kommen auch voll auf ihre Kosten. Und auch da muss ich sagen, ich als nicht absolute Foodie-Nase finde da einige Düfte in die Foodie-Richtung richtig, richtig schön. Also ich finde, die machen Foodie-Düfte auch teilweise für Anfänger, sodass auch ich sie, also ne, sie von Anfang an mochte. Ne, also wirklich ganz tolle. Die haben auch ganz tolle winterliche, also auch so vor allem auch sehr viel nadelige Sachen im Angebot, ne, auch schöne Keksdüfte und also ganz, ganz, ganz breit gefächert, ganz schön, Applestrudel auch und aber eben auch, ne, irgendwie so florale Sachen, auch frische Sachen, die haben alles im Sortiment, also wirklich ganz, ganz tolle. Ne, das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist halt wirklich, ne, die haben da diese
Ja, Pappe kann man das sagen. Das färbt leider komplett ab. Ne? Man sieht hier auch so ein bisschen, wie es da gesaftet hat. Ne? Also das Wachs, das ist weiß und das nimmt dann auch tatsächlich, das hat dann auch hier so schwarze wie Druckabdrücke. Ne? Als ob da die Druckerpatrone irgendwie geschmiert hätte, weil es halt abfärbt. Ne? Ja, aber wen das nicht stört, das ist halt nur ein optischer Faktor. Also so what, ne? Es kommt in die Lampe und gut ist, ne? Aber tolle Sachen, wie gesagt. Poetic Petals von der Doris von Wachsmacherei. Der war richtig schön. Den habe ich von der lieben Katrin Riehl. Ne? Der war wirklich richtig, richtig schön. Ja, der war eben romantisch, fruchtig, floral, hatte eine tolle Intensität. Habe ich gesagt, wofür Momente? Doris? Habe ich gesagt. Ne? Ich habe zwar Doris gesagt, aber ich war mir jetzt nicht sicher, doch, wofür Momente. So. Ne? Ob ich das genannt hatte. Ne? Würde ich nochmal düfteln, definitiv. Toller Duft. Ich hatte nur ein kleines Stückchen und das hat wirklich gut performt. Das hat mir viel Freude gemacht. Das war schön. Ja, Ice Flower, Mermaid Tails, Sweet Lavender and Snuggle Baby. Das ist auch eine Custom-Mischung gewesen. Ich glaube, die war von der lieben Julia. Also das, ich glaube, es war ihre Mischung. Ich bin mir nur nicht sicher. Er kann auch, also ich weiß, ich habe ihn von ihr, aber ich glaube, es war auch ihre Mischung, das wollte ich damit sagen. Also, das ist halt dieses Snuggle Baby, ist ein absoluter Babypuderduft. Und das ist tatsächlich ein richtiger Babypuderduft. Der ist in der Kombi wirklich schön gewesen, ne? Mermaid Tails ist ein sehr, also er klingt für mich mehr aquatisch, als er ist, aber er ist nämlich gar nicht aquatisch, der Mermaid Tails ist nämlich ein sehr vanillig-parfümiger Duft, der ist schön. Und Sweet Lavender ist halt so ein Foodie-Lavendelduft, ne? So ein bisschen mit gebäckigem Moment. Ne? Und dazu das Snuggle Baby. Das war eine schöne Duftkombi. Aber ja, genau. Würde ich mir jetzt so nicht unbedingt nochmal. Also, ich würde es mir nicht gießen lassen, wenn ich jetzt so dran geschnuppert habe. Aber schön war es trotzdem. Ne? Oh, lieb. Oh, lieb. Oh, lieben. Oh, ihr Lieben. So. Jetzt kommt ein Schätzchen, das habe ich euch schon gezeigt, in meiner Custom Order. Rose und Amber, Zuckermilch und Pink Sugar. Eine zuckrige Rosenmilch, Leute, war das einfach nur wunderbar. Oh Gott, ist der schön. Der ist wirklich ein Träumchen, Leute. Der ist wirklich toll. Ne? Also, das war schon eine feine Idee mit dieser zuckrigen Rosenmilch. Ne? Also, und einfach die Duftkomponenten an sich sind einzeln schon einfach ein Träumchen und zusammen sind sie einfach nur himmlisch. Ne? Also ein süßer, zuckriger Rosenduft mit einer Parfümigkeit. So simpel, so schön. Ne? Salty Siren von L3. Ne? L3 Rexy Wonder heißen die doch, glaube ich, mit vollem Namen. Ne? So. Der war schön. Ein schöner aquatischer Duft mit floralen Noten. Viel mehr kann ich ja gar nicht zu sagen. Er hat mich nicht vom Hocker gerissen, er war aber schön und hatte auch eine gute Intensität. USA Max, ne? Was habe ich denn hier? Oh yeah. Leute, ich habe jetzt gerade nur das. Ja, ich habe tatsächlich. Ja, genau, weil ich habe den Scent Shot noch weitergegeben. Aber ich hatte ihn aufgebraucht, weil ne, Hälfte habe ich gedüftelt. Das war die andere Custom-Mischung, die ich mir habe machen lassen. Wildleder und cremige Vanille mit Peony. Also, die habe ich mir, ne? Ja, genau. Die habe nicht ich mir machen lassen. Die hat die Julia sich machen lassen. So, ne? Genau. Und hat mir was davon abgegeben. So, genau. Oh. Da riecht man natürlich nichts dran, ne? Ich würde es gerne riechen. So. Der war schön, Leute. Der war einfach ein Träumchen. Ich habe schon so oft ja gesagt, Leute, ich möchte gerne einfach mal, ne, so wie den Cozy Cardigan so in die Richtung oder wie den Pink Leather nur anders. Der Pink Leather ist ja eben so ein bisschen fruchtig sehr und ich wollte einfach was parfümig-feminines mit einem Ledertouch. Weil ganz ehrlich, ne, Lederdüfte sind heutzutage, müssen nicht nur für Männer sein. Ne? Es gibt da wirklich schöne Sachen, die man damit machen kann und wo dieses Leder wirklich eine sehr stilvolle, roughe Note da reingibt,
ne, und trotzdem der Rest einfach sehr weiblich sein kann. Also ich finde den ganz, ganz toll. Der ist super geworden, vor allem diese Peony, Leute. Ich liebe diesen Peony-Duft von Sylvie, ne? Ich weiß ja nicht, habt ihr euch für die neue Custom eingetragen? Ich ja schon. Ich bin ja schon wieder am Start und bin jetzt schon wieder fleißig am Suchen und Zusammenstellen. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, vielleicht muss da auch noch mal einer der Düfte auch noch mal einzeln einziehen oder noch mal in einer anderen Mischung. Ich habe Pläne, aber ich muss gucken. Ne? Man kann ja nicht immer alles haben, ne? Und man kann ja nicht immer alles auf einmal. So, doch, wir haben nur noch 6 Minuten, aber das schaffen wir. So. Also wunderschön, ne? Wunderschön, immer wieder gerne. Tolle Intensität, der hat geknallt ohne Ende, ne? So. Snuggling Cotton. Da. Das ist so ein bisschen, das geht in die Richtung frische Kuschelsöckchen. Wer den mal. Nicht frische Kuschelsöckchen, ja, frisch sollten sie auch sein. Aber hier sind einfach nur warme Kuschelsöckchen, nicht frische Kuschelsöckchen. Ne? Ein wunderschöner Cottonduft, aber einer, der schmeichelt ist und nicht in der Nase sticht, weil er sehr schön abgemischt ist. Pudermomente. Vanilla Sugar noch mit dabei und Fresh steht da noch mit dabei. Also, ne, wunderschöner Duft, habe ich sehr geliebt. Ging, wie gesagt, in diese Richtung für mich. Ne? Dann habe ich hier Leaves Falling and Marshmallow Roasting. Ihr seht, ich bin noch mal so ein bisschen in den Herbst zurückgekehrt. Der war toll. Der hat mir gefallen. Ich weiß, für meine Freundin Veri ist das der blanke Albtraum. Die konnte nicht düfteln. Mir hat der gefallen. Der hatte was. Ne? Eben gerade auch diese Roasting-Note. Ich fange an, das zu mögen. Ne? Ich mochte das eine Zeit lang nicht so, aber inzwischen, ne, diese rauchigen Noten, das mag ich. Ne? Gerade auch diesen Lagerfeuer-Moment. Ne? Und in diesem Fall mit dem Marshmallow, der so eine Süße reingibt und so. Ne? Die lief's dann wieder so was herbstlich, ne? Herbes. War schön. Zitronenzuckerkuchen von der lieben Silvi von Iceflower. Wunderschöner Duft. Ich habe das Gefühl, da waren da noch irgendwelche Gewürze mit dabei oder Kräuter. Aber ich glaube, da sind auch Kräuter drauf, ne? Da sind nämlich irgendwie, sieht man da so ein bisschen Kräuter und so, ne? Also ich habe auch sowas, das Gefühl, dass ich habe sowas wahrgenommen. Ist das Rosmarin, der da drauf ist? Ich sehe so kleine Stängelchen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ein sehr schöner Zitronenkuchenduft, wirklich ganz fein. Paper Blooms von Wachsmacherei. Oh, der hat mich entertaint. Der war schön. Ne? War jetzt nicht der, von der Performance her jetzt nicht die zündende Bombe, aber der Duft an sich war einfach nur ein Traum. Ne? Ein bisschen holzig, ne? Weich, cremig, kuschelig. Drin sind Chrysanthemen, Kirschblüte, Zitruswasser, geschäumte Vanille, Maiglöckchen, Sandelholz, Vanillemoschus. Ja, also, ne? Ein wunderschöner Duft. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe den in der Art schon mal so ungefähr gerochen, aber er war wunderschön. Wunderschön. So, noch eine Custom Order. Ach, guck mal, wie machen wir es denn? Ach, jetzt sind die beiden hier gelandet. Okay, ich fange mit der an, die nicht meine war. Sweet Lemon Sugar Cookies und Sweet Vanilla. Ne? Das war schön, ne? Wie man sich denken kann, ein Zitronenkeksduft. Ja, kann man machen. War gut, ne? Und dann meine eigene Kombi, Squeezed Lemon, Joghurt und Rosemary. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ich liebe den Lemon und Rosemary von, oder Rosemary Lemon heißt er, glaube ich, von Kringle Candle. Den gibt es nur leider immer sehr, sehr wenig. Jetzt war er auch bei Notino wieder ausverkauft. Muss ich mal gucken, wie es jetzt gerade ist. Ich versuche ihn irgendwie noch abzustauben für den Sommer. Ich möchte ihn noch mal gerne haben, aber der ist nicht so leicht zu kriegen, Leute. Ne, langsam gibt es den Duft nicht mehr. Ne, ich glaube, der ist am Auslaufen. Ne? Kann das sein? Blöd. Hoffe, er kommt nochmal wieder. Ja, und die Duftkombi mit dem Joghurt und diesem Squeezed Lemon, die Squeezed Lemon Note, ist der Hammer. Er steht ja in der Custom Order nicht ohne Grund. Bester Zitronenduft. Der ist wirklich super toll. Ne? Wie so eine frisch ausgepresste Zitrone. Herrlich, wirklich. Und dann noch diesen cremigen Joghurt-Moment da rein. Und ja, diesen herben Touch vom Rosmarin, einfach super Kombi, ne? Genau. Ich habe euch ja auch schon mal von diesem Zitrone-Basilikum-Eis erzählt, ne? Das ist auch total großartig. Das gibt es bei uns auch in der Eisdiele. Da haben sie allerdings ein bisschen mit dem Basilikum übertrieben. Die Julia und ich, wir hatten hier das Eis gegessen und wir haben festgestellt, okay, Basilikum war hier eine Spur zu viel. Aber auch Zitrone und Basilikum wird ja oft und gerne in der Duftwelt inzwischen kombiniert und das aus gutem Grund, genauso wie in der Küche. Ne, es wird auch oft damit gekocht oder irgendwas damit kreiert. Und auch mit Rosmarin funktioniert das ganz wunderbar, Leute.
So, ich bin durch, ihr Süßen. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie war denn euer Duftmonat so? Schreibt's mir gern in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis dann, ciao.